have 12 catch the eye, and that number is increasing. Madam Reda, for 3 minutes. Meine Damen und Herren, drei Dinge sind an dieser Debatte ums Urheberrecht beispiellos. Erstens, 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. 5 Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU-Richtlinie gegeben. Zweitens, noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert. Bereits im Sommer sahen sich Wählerinnen und Wähler einer massiven Desinformationskampagne ausgesetzt. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen überzogen. Da wurden Gerüchte gestreut, wie eben vom Kollegen Cavada, E-Mails kämen von Bots. Die EU-Kommission hat Kritikerinnen als Mob bezeichnet und der Delegationsleiter der CDU, Herr Kaspari, sagt sogar, Demonstranten wären bezahlt. Alle diese Diffamierungen sind frei erfunden und leicht widerlegt. Lanciert wurden sie von einigen wenigen Lobbygruppen und verbreitet wurden sie im Feuilleton bestimmter Zeitungen, die sich von der Urheberrechtsreform Profite erhoffen. Leider hat diese Desinformation funktioniert. Heute, wo Bilder von Massendemonstrationen um die Welt gehen, glauben manche immer noch, die Mails kämen nicht von echten Menschen. Dieser Glaube, alle Kritik sei aus Amerika gesteuert, hat sie dagegen geimpft, sich mit dem Bedenken inhaltlich auseinanderzusetzen. Ganz gleich, dass die Warnungen vor Uploadfilter vom Bundesdatenschutzbeauftragten kommen, vom UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit und von führenden Forschungszentren. Drittens, niemand, weder die Union noch die SPD noch die Opposition, hält diese Reform für sinnvoll. Niemand will die politische Verantwortung übernehmen für Uploadfilter, die mit Artikel 13 kommen. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Liebe Kollegen, ich bitte Sie, Sie haben alle Ihre Zeit. Ich möchte bitte auch meine Rede halten dürfen. Dankeschön. Frau Vorsitzende, ich warte, bis sich die Kollegen beruhigt haben. Excuse me, Madam Reda is, Herr Brock, bitte, please, Madam Reda has the floor. Respect the speaker who has the floor. Madam Reda, please continue. Thank you. Niemand in der Bundesregierung will Verantwortung für die Uploadfilter übernehmen, nicht einmal Kanzlerin Merkel. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Und seit gestern wissen wir auch, woran das liegen könnte, denn die FAZ hat einen Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich aufgedeckt, wonach Deutschland anscheinend Uploadfilter akzeptiert im Tausch gegen Frankreichs Zustimmung zur Nord Stream Gaspipeline. Das Tragischste an diesem Vorgang ist. Madam, I'm delighted you're all wide awake this morning, but please allow Madam Reda to continue speaking, and that's from both sides of the House. Madam Reda. Meine Damen und Herren, das Tragischste an diesem Vorgang ist, eine neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl geht, lernt gleich ihre Lektion. Eure Proteste sind nichts wert, die Politik wird Lügen über euch auskippen und sich von Sachargumenten nicht beeindrucken lassen, wenn es um knallharte geopolitische Interessen geht. Diese Erfahrung, dieses Gefühl von Machtlosigkeit wird sie nachhaltig prägen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so können wir nicht Politik machen. Diese Richtlinie darf nicht ohne Änderungen durchkommen. Das wäre nicht nur verheerend für die Freiheit im Netz, es würde auch einer ganzen Generation das Vertrauen rauben, dass die Politik funktioniert und dass dieses Parlament die Interessen der Bevölkerung vertritt. Deshalb müssen wir Artikel 11 und 13 streichen. Danke schön. Mr. Kaspari has a question. Will you accept? Yes. Mr. Kaspari. Sehr geehrte Kollegin Reda, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie mir unterstellt hätten, dass ich Demonstranten als gekauft bezeichnet hätte? Wenn dem so wäre, weil ich habe Sie so verstanden, ich möchte ganz klar klarstellen und wiederholen, was ich gesagt habe. Und ich bitte, nur meine Worte zu nehmen und nicht das, was Sie und andere Interessierte bewusst desinterpretieren und fehlinterpretieren. Ich habe gesagt, nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern.
Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint und die tausenden Menschen gemeint, die auf die Straße gehen, die vom Recht auf Demonstration Gebrauch machen. Ich werde das immer verteidigen, weil ich überzeugter Demokrat bin. Okay. Aber wenn die Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Artikel mit der Über... Mr. Kaspari, it's 30 seconds for a question. You have made your point and I will now invite Madam Rader to respond. It is 30 seconds, that is the rule. And we are rules-based. Danke. Madam Rader will reply. Herr Kaspari, Sie haben es gerade selbst vorgelegt. Sie haben gesagt, dass einige Demonstranten gekauft waren. Und Sie haben da von 450 Euro geredet. Wir haben es alles gehört. Die 450 Euro, von denen Sie geredet haben, hat die Bürgerrechtsorganisation EDRI ihren Mitgliedern und Freiwilligen angeboten, um nach Brüssel zu kommen, um an Lobbytreffen teilzunehmen. Genauso tut das die GEMA. Sie glauben doch nicht wirklich, dass wenn zum Beispiel Mitglieder der GEMA nach Brüssel eingeladen werden, dass die ihre Reisekosten selbst tragen müssen. Das sind keine gekauften Demonstranten. Madam Rader, thank you. Mr. Roder, did you indicate a point of order? Can I try and solve this by the following? You have 1 minute speaking time coming up in a moment. Do you want to use that now for a question? Okay. Please, sir. Text, and you won't allow me to ask a question. I would allow... Despite that she is lying in the plenary. That's sir. Absurd. You know, I can hear you, but I'm not sure everyone else can because your microphone's not on. I'm trying to make sure, Madam Rader, if you sit down for a moment, I'm trying to make sure that the people who've come into this chamber early to be in Catch the Eye get that moment. Because you are insisting and it's disrupting the debate, Madam Rader, will you take a short question from Mr. Roder? I hope you will now respect my decision from here on in. Sir, you have 30 seconds now. Well, thank you. I just want to ask you, where is that upload-filter? Frau Rader, wo ist dieser upload-filter? Ganz konkret im Text, bitte antworte. You have 30 seconds. Sehr geehrter Herr Rode, im Text steht, Plattformen müssen gemeldete Inhalte den Upload verhindern. Sie können sich zwar um Lizenzen bemühen, aber die Rechteinhaber müssen ihnen keine Lizenz verteilen und können im Zweifelsfall auf Upload-Filtern bestehen. Das steht ganz eindeutig im Text.